Was geht ab, meine sehr verehrten Damen und Herren? Mein Name ist Marvin und ich darf heute zu meiner Rechten begrüßen den Überboss. Der Koloss himself. Freut mich, Mann. Welcome back to Germany, mein Lieber. Dankeschön. Wir waren gerade dinieren wie Könige, würde ich sagen. Ja, ja, ein feines Steak haben wir uns gegönnt, wie das in Texas noch nicht mehr auf den Teller kommt. Also haben wir natürlich hier schön gespeist. Der Marvin ist unser Gast. Und da muss keiner hier in die Tasche greifen, wenn er aus den USA hier rüberkommt. Ja, war sehr, sehr lecker. Dankeschön auf jeden Fall. Und ausgedacht, wenn wir uns einmal treffen, dann machen wir einen schönen Talk hier noch zusammen, ne? Klar, Mann. Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Ich wollte gerade sagen, ne? Also klar, am Telefon haben wir uns ab und zu, aber seit Oberhausen, ne? Alphagene Tour, Dezember 2019. 2019, ne? Oberhausen war das. Alter, sind fast 3 Jahre, ja? Ja, Mann, ja. So vergeht die Zeit. Ich bin aber noch hübscher auch geworden seitdem, oder? Definitiv, ja. Okay. Du bist rein in die Masse gegangen, ja, definitiv. Ja. Du hast die Lockdowns genutzt für Home-Training. Massephase halt, ja. Du hast ja wahrscheinlich die Bostra for Home Edition geholt, wo man lernt, wie man Liegestütze macht. Da ist übrigens mein Account abgelaufen. Deswegen habe ich jetzt leider nicht mehr weitergemacht. Oh, du bist echt eine Karteileiche, Mann. Ja. Aber das war mir von vornherein klar. Naja. Nein, aber wenn ich wieder zurück in Amerika bin, dann aber wirklich Muscle Beach, Venice diesmal Beach. Wirklich. Ja. Nee, ich bin in ein neues Apartment eingezogen. Die haben so ein Gym für den ganzen Apartmentkomplex. Und das ist wirklich so ein Full-Size-Gym. Richtig geil. Okay. Und da habe ich echt keine Ausreden mehr von wegen, ist zu weit oder ich habe nicht die Möglichkeiten oder sowas, weißt du? Weil ich muss eigentlich nur mit dem Fahrstuhl nach unten und dann bin ich da. Ja, komm, dann ziehst du dich ran an den Speck, Marvin. Ja. Es wird Zeit, Mann. Safe. Dass wir dann nächstes Jahr am Venice Beach wie die Adonis herumhampeln. Ja, mit dem Aschkobar, doch. Mit dem Aschkobar zusammen, genau. Mhm. 2023 werden wir auf jeden Fall den Kontinent erobern, würde ich mal sagen. Wir wollen ja den großen USA-Trip endlich machen, quasi from Coast to Coast, was wir schon lange planen. Richtig. Und dann machen wir hier New York, Miami Beach, Kalifornien und natürlich in Texas. Texas muss auch nochmal. Roadtrip nach Vegas. Roadtrip nach Vegas. 14 Stunden von deinem Spot aus, hast du gesagt. Richtig. Zieh mal durch, so ein geiles Wohnmobil. Und dann ab dafür. Ja. Oder einfach 3 SUVs. Ja, aber auch nicht schlecht. So Kolonne. Ja, genau. Alle auf dem Freeway denken sich, holy shit, wer ist das denn, ja? Mit Alpha-Flagge. This is Alpha, so aus dem Fenster. This is Alpha, you son of a bitch. Ja, geil, Alter. Ja, machen wir auf jeden Fall. Aber lass uns erstmal quatschen, so ein bisschen, was jetzt so die letzte Zeit abging. Ja, Mann, was sind die Themen zurzeit? Genau, was sind die Themen zurzeit? Natürlich Free Spirit ist draußen. Ja, ja, Mann. Und einfach zu jedem Song noch ein Video gedreht. Was hat es denn damit auf sich gehabt? Es war der gönnerhafte Boss, du kennst ihn. Ja, nee, einfach für die Fanbase. Bitteschön. Aber auch für mich selbst. Ja. Ich wollte eigentlich bei dem Album wirklich für mich selbst mal so eine komplette Playlist haben in YouTube, alle Videos, dass du dir das anschauen kannst wie so ein Film irgendwann mal. Einfach für mich. Ja. Memories collecten, wie der Amerikaner sagt. Ah, okay. Nee, aber auch einfach für die Fanbase danach das ganze Album nochmal schön darstellen. Fehlen ja, glaube ich, nur noch 2, 3 Songs. Ich glaube, die mache ich selber dann noch irgendwann mal. Outro und Horizont und Haftbefehl-Feature. Ja. Ist momentan aber schwierig. Grüße an Haft. Gute Besserung auf jeden Fall. Und deswegen schauen wir mal. Aber es sind 21 Videos gewesen tatsächlich. Mhm. Und ja, kein Projekt, was sich jetzt finanziell übertrieben lohnt, aber ein Herzensprojekt von vorne bis hinten. Ja. Von vornherein klar, du erreichst damit eigentlich mit dieser polarisierenden Meinung vielleicht selbst von deiner eigenen Fanbase nur 50% und der Rest sagt, was hat denn der jetzt für wieder einen Dachschaden? Da hat er aber wieder den Aluhut aufgesetzt, der alte Boss. Oh, wir verlieren ihn wieder. Er ist ja von vornherein klar bei so einer Nummer. Mhm. Wenn du sagst, Karl Lauterbach, der Zahn fault fast ab und so, dann ist das von vornherein klar, dass das Album kein kommerzielles Produkt ist. Ja, safe. War das von Anfang an schon so geplant, dass du sagst, ey, ich mach Free Spirit und dann kommt das Album raus und ich hau noch 8 Videos hinterher oder... Wolltest du die eigentlich jede Woche raushauen, aber hast dann doch einen Break gemacht und die hattest du dann noch alle rumliegen oder wie war das? Nee, das war mein Ansatz, war diesmal bei dem Album so zu machen, wie es eigentlich noch keiner gemacht hat. Das ist mein Dream. Deine Cola, ich muss irgendwo reinaschen. Ja. Ist auch erbärmlich, dass man hier nur diese Zigarillos hat. Ja. Bekommt auch keine Zigarillo. Gar nicht bosshaft. Ach, da asche ich mir doch selber ins Glas und trinke es. Warte. Der Boss trinkt seine Zigarillo und schöpft daraus Energie. Nein, Spaß beiseite. Free Spirit. Free Spirit, meine Freunde, auch im Getränk. Ja, Mann, einfach rein damit. Richtig. Pass auf, nee, das Ding war einfach bei Free Spirit einfach machen. Erstmal das, dann sammeln sich die Songs. Die Songs entstehen zwischendurch. Ich habe mir so eine geile mobile Aufnahmekabine geholt. Mhm. Ja. Dann bin ich teilweise während Gigs, also während wir unterwegs waren, mal raus, weil ich gerade Bock hatte, unterwegs was aufzunehmen. So. Mhm. Leute haben gar keine Ahnung, wie das Album entstanden ist. Krass, Alter. Wenn ich daraus eine Doku gemacht hätte, die Leute hätten es abgefeiert des Grauens. In Hotelzimmern, zwischendurch. Also so spontan ist noch kein Album entstanden. Und irgendwann
dann sammeln sich die Songs und du denkst, okay, das Album gewinnt einen roten Faden, dann entsteht so eine Chronologie der Songs. Und es ist aber von vornherein klar gewesen, erstmal die Musik und dann so den Hauptteil der Videos noch danach. Weil ich finde es immer schade, wenn man ein Album raushaut und dann ist es mit Release Day abgehakt und ja, dann pflegt man das nicht mehr. War früher ja mal nicht so, ne? Das war ja eigentlich so, dass du so einen Teaser hattest von 1 bis 2 Singles, dann kommt das Album raus und dann beginnt erstmal der Hauptteil der Promophase. Haust du noch so 3, 4 riesen Singles raus, um das Album halt auch noch langlebig zu lassen, ne? Genau, und ich finde das irgendwann ist auch so, kam da ein Schiff dazwischen, ne? Ja. Das war dann einfach abgehakt und nächstes. Aber ich finde, das ist eine Wertschätzung, die man dem Album auch gibt, wenn man es danach noch hegt und pflegt. Du bringst ja auch deine Braut in der Hochzeitsnacht erstens mal schön ins Bett mit den muskulösen Armen. Ja. Aber dann musst du auch im Endeffekt ran an den Speck. Und man muss das Ganze ein bisschen pflegen, die Ehe läuft danach noch weiter und das gibt die dem Ganzen... vorbei mit der Heirat, richtig. Dann gibt es dem Ganzen noch eine Wertschätzung. Ja, genau. Da muss man halt auch mal den ein oder anderen Kampf oder den Ehekrach, und wenn der Haussegen schief hängt, dann muss man da halt da das ausbügeln. Ja, sehr klar. Ja, nice, auf jeden Fall. Ja, so ist das. Jedes Album ist quasi ein Jahr lang fast, kann man sagen, eine Beziehung. Also von dem Moment an, wo du die erste Zeile schreibst und es entsteht so langsam in deinem Kopf, das Konzept des Ganzen, das war bei mir letzten Dezember mit dem Song Allein mit Jano, hat das eigentlich angefangen, wo ich gesagt habe, komm, jetzt reicht's, Alter. Mein Gott, man muss sich doch hier nicht den Maulkopf aufsetzen lassen. Jetzt hier 2 Jahre lang, okay, hältst du dich mal zurück, machst mal hier und da eine Andeutung, aber in einer so extrem polarisierenden Zeit musst du dich auch nicht vor die Hunde werfen und ins offene Messer laufen, indem du jetzt sagst, so und so ist meine Meinung dazu. Da gehört manchmal so ein bisschen Feingefühl und auch taktisches Vorgehen dazu, zum richtigen Zeitpunkt als Person mit einer großen Reichweite die Sachen zu sagen, die man denkt, weil sonst wird es manchmal falsch aufgenommen. So, und jetzt in dem Jahre, eigentlich letzten Dezember, da hat es mir dann auch irgendwann gereicht und habe gesagt, komm, jetzt Free Spirit, no matter what, ziehen wir durch. So, komme was wolle. Ich wusste ja auch noch nicht, wie sich das bis Sommer entwickelt. Hätte auch sein können, dass der ganze Schwachsinn sich noch 2, 3 Jahre zieht. Aber jetzt sind wir, glaube ich, an einem Punkt, wo viele Leute anders denken als noch vor einem Jahr. Ich muss auch sagen, dadurch, dass ich halt in Amerika lebe, ja, und dass da halt, wir hatten in der ganzen Pandemie hatten wir einen Lockdown, ja, am Anfang, wo alle den hatten. Und danach hat sich das auch dann wieder gelegt, ja. Gerade so Texas, Florida, so Texas ist ja mein Staat, so, weißt du. Ja, da war ja easy going, genau, vergleichsweise. Nicht den hier. Stell mal weg, das ist gefährlich hier. War ja nicht so viel, ist ja Republican State. Genau. Da auf jeden Fall, sagen wir mal, wir haben das dann auch irgendwann akzeptiert, so als Lebensumstand so, und auch ein bisschen mehr so an die Eigenverantwortung des erwachsenen Individuums appelliert, von wegen, ey, ja, vielleicht nicht, wenn da jemand am Niesen ist, gerade in die Wolke reinspringen oder irgendwelche Türgriffe ablecken oder sowas. Benimm dich einfach, ja, wie in einer Grippewelle und alles drum und dran. Und ohne jetzt da zu viel so drauf einzugehen, ich habe das natürlich dann auch aus meiner Perspektive gesehen, wie es in Amerika abläuft, wo es meiner Meinung nach ein bisschen besser ablief, weil es freier war, weil es progressiver war. Klar, man riskiert, ja, dass man vielleicht einen Backlash bekommt und so weiter. Aber man muss ja auch irgendwo mit Erkenntnissen, mit denen man, sagen wir mal, so die letzten 2, 3 Jahre verbracht hat, dann auch sein Verhalten auch als Regierung, ja, oder als Entscheidungsträger auch neu evaluieren und justieren. Ja, und das hat man so das Gefühl, dass das in Deutschland nicht stattgefunden hat. Ja, und ich habe das auch von weit über den Teich nicht so richtig mitbekommen oder, sagen wir mal, ungenügend mitbekommen. Ja, und deswegen mich jetzt auch die letzten Wochen, wo ich jetzt hier war, bisschen damit beschäftigt, und es ist schon so, dass die Leute gefrustet sind, ja, und irgendwo auch zurecht, ja, wenn du siehst, okay, ey, hier werden sanktioniert, limitiert und so weiter, kleine mittelständische Unternehmen, wo hart gearbeitet wird, ja, werden in den Ruin getrieben durch schwachsinnige Auflagen und so weiter. Ist das sehr, sehr traurig, ja. Bestes und Beispiel hier, der Bäcker, von dem ich dir vorhin erzählt habe, das war der beste Bäcker in Nordrhein-Westfalen, offiziell, war überall in der Bild-Zeitung, der war wirklich à la Bonheur. Ich bin mit Aschkobar, wo wir auf Tour waren, jeden Morgen dahin und wir haben uns da eingedeckt. Also à la Bonheur, mittelständisches Unternehmen, erfolgreich, aber dicht gemacht. Shisha-Bars, Tausende in NRW dicht gemacht. Gastronomen dicht gemacht. So viele komplett, Menschen haben ihre Existenz verloren in diesen 2 Jahren, und da muss man sich nachher auch fragen, wo ist jetzt die Re-Evaluierung? Man muss das Ganze wieder aufklären, weil die Leute haben den Schaden. Yeah. Nicht nur finanzieller, existenzieller Natur, sondern oftmals auch durch den Eingriff, den körperlichen Eingriff, wo man sagt, das ist jetzt die Rettung für euch, damit kommt ihr durch. Da auf einmal
Nebenwirkungen bis zur Todesfolge führen können. Mhm. Und keiner kommt für die Entschädigung auf. So. Dann fühlt sich der Mensch irgendwann verarscht, ja, wenn er dann einen Gesundheitsminister hat, der da rumleucht wie Gollum und sagt, ja, ich habe mir 3-4 Mal das Ding reinjagen lassen, mhm, aber jetzt habe ich doch die Krankheit bekommen. Ja. Oha. Ja. Aber am Anfang heißt es ja, jagt euch das Zeug rein, mhm, ist zwar nicht getestet, mhm, Langzeitstudien, ach, vertraut uns mal. Und am Ende des Tages geht es aber für die Oma nicht gut aus, yeah, weil die das Immunsystem von vornherein nicht so stabil hat. Yeah, so, yeah. Und das sind Dinge, die müssen aufgearbeitet werden. Also, wie gesagt, so dieses ganze Impfen, Nicht-Impfen und so weiter, das Thema, weißt du, da habe ich, glaube ich, eine andere Meinung als du. Aber wo ich auf jeden Fall, wo ich glaube, dass wir auf jeden Fall auf einem Nenner sind, ist, dass logischerweise, als das Ganze angefangen hat, ja, es waren so viele Fragezeichen, ja, dass man dann erstmal auf Nummer sicher geht und sagt, ey, wir wissen nicht, womit wir es hier zu tun haben, wie gefährlich ist das alles? Ja, okay, dann lass doch erstmal diverse Maßnahmen in Kraft treten, dass wir in Ruhe erstmal Sachen evaluieren können. Aber wo dann evaluiert wurde und es einfach nicht irgendwie das nächste Malaria ist oder sowas, wo 8 von 10 Leute dahin gerafft werden, dann muss man auch mal wieder ein bisschen auf die Bremse treten, ja, und auch den Leuten auch mal wieder ein bisschen das psychische Wohl auch wieder zurückgeben, ja. Weil wir haben ja auch vorhin drüber geredet, warum ist denn Reaction-Content momentan so hip, mhm, oder so angesagt? Weil die Leute alleine sind. Den Leuten wurde beigebracht, ey, dich mit mehreren Leuten zu treffen, kann gefährlich sein. Für dich, für die Omi, die du hast, die du hoffentlich liebst und so weiter, ja. Und dann ist es natürlich irgendwo auch eine Art Flucht aus der Einsamkeit, wenn man sich vielleicht auch ein Kollege-Musikvideo nicht nur mit Kollege ansieht, mhm, sondern danach auch nochmal mit einem Marvin da unten rechts oder sowas, ja. Und dann, so kann ich mir das erklären, dass dieser Content halt auch die letzten 2-3 Jahre so am Poppen war, ja. Ja, klar, das ist das Traurige. Die Leute, mhm, haben sich sehr eingehamstert, oft, mhm, aus Angst, aber auch manchmal, weil man auch nichts mehr machen konnte. Mhm. Das war ja Lockdown gewesen. Mhm. Und ich finde es besonders traurig bei den Personengruppen, die so keine Stimme wirklich haben, die Kinder und die Alten. So, weißt du, da sagt keiner mal jetzt, okay, wir haben jetzt den Kindern irgendwie 2 Jahre ihre Entwicklung geraubt, mhm, indem wir sie einfach irgend so einen Homeoffice-mäßigen Scheiß, so ein paar Aufgaben gekriegt, keine sozialen Kontakte mehr. Dann wird am Ende noch der Kindergeburtstag von einer Taskforce-Einheit gestürmt und solche Geschichten. Das sind traumatisierende, ja, Dinge. So. Ja. Man kann ja am Anfang sagen, meinetwegen, es gibt ja eine Bedrohung gesundheitlicher Natur, da ist eventuell, ja, ein tödliches Virus, ja, im Raum. Dann musst du evaluieren, wie tödlich, mhm, ist das. Und dann musst du aber spätestens, wenn es um das Thema geht, was haben wir hier als vermeintliches Gegenmittel, genauso skeptisch damit umgehen, mhm, wie mit dem angeblichen Virus von vornherein. Mhm. So wie du es eben gesagt hast. Da musst du erstmal checken, wie gefährlich ist das. Und bei einem Medikament, was keine Langzeitstudie hat, mhm, dann ist natürlich die Frage, was passiert in 2, 3, 4, 5 Jahren? Und da kannst du zu dem Thema Spritze stehen, wie du willst, mhm, aber du musst zumindest dem Menschen zugestehen, der sagt, ich bin da skeptisch, da gibt es keine Erfahrungen mit und außerdem habe ich da eine andere Meinung zu und ich möchte selber entscheiden, was ich in meinen Körper reinjage und ich möchte mir auch nicht unbedingt von einem Politiker, weil ich der Politik generell nicht 100% Vertrauen schenke, der auch noch gesundheitlich deutlich schlechter dasteht als ich, vor allem geistig verwirrt, Gesundheitstipps haben, also die in Zwang ausraten. Yeah. Und das war zu viel Spaltung, das war zu viel, wir machen jetzt hier 2 Lager draus und wer jetzt auf die Straße geht oder hat eine andere Meinung, der wird niedergeklüppelt. Ich bin froh, dass es nicht zu einer Pflicht gekommen ist, ja, das wäre wirklich der Super-GAU gewesen, da hätte ich auch gedacht, Alter, das kann doch wohl nicht wahr sein, ja, also wie bekloppt kann man denn sein? Aber du hast was Gutes angesprochen mit den Kiddies, ja, überleg mal, wie viele hunderttausende Kinder wurden vor dem Laptop eingeschult? Kannst du dich noch an deine Einschulung erinnern, mit der Tüte hier, mit der riesen Tüte und alles, war das so süß, ja, so, man hat doch die Kinderfotos zu Hause, die Mutti holt die manchmal raus, guck mal, hier war deine Einschulung, Das sind Momente, die hast du nur einmal im Leben. Ja, die wurden den Kindern genommen. Nicht so, ja, hin, weißt du. Ja. Und das ist einfach das Real Life. Das ist traurig. Das, ja, Real Life geht verloren, mhm, und das ist für die Kinder keine gute Sache, mhm, wenn die in der Entwicklungsphase sind. Auch für Jugendliche, mhm, nicht. Ja, safe. Ja, traurig auf jeden Fall das Ganze. Aber was nicht traurig ist, ist auf jeden Fall, dass der Boss währenddessen immer wieder fleißig Musik gemacht hat. Ja. Ja. Und auf jeden Fall da uns den einen oder anderen Hit um die Ohren geschallert hat. Ja. Was auf jeden Fall interessant war für mich, dass sowohl Zweiter Tape 5 als auch Free Spirit jetzt so rauskam physisch, dass du deinen Shop nicht in der GfK angemeldet hast, somit die Boxen nicht mit reingezählt haben in die Chartwertung. Ist ja Charts, inzwischen ist dir das scheißegal? Kackst du da einfach drauf oder wie läuft das? Ich scheiße auf alles. Marvin, ich scheiße mittlerweile auf alles. Ich habe immer auf alles einen Fick gegeben. Ja. Ich habe nie Chartmucke gemacht. Ja. Das ist nicht mein Ding. Ja.
Und ich muss aber nicht von irgendjemandem vorschreiben, ja, du musst jetzt mal bitte so einen Song machen wie Person XY, Artist XY, dann kommst du auch in die Playlisten rein. Also aus Trotz sage ich da schon, mache ich genau das Gegenteil. So, und was dabei rumkommt, ist am Ende ja dann zumindest das, was mein Hack ist in dieser Zeit, und ich bleibe meiner Linie treu. Ja. Du kannst ja nicht nach 15 oder 16 Jahren rappen sagen, okay, jetzt bin ich ein gemachter Mann und habe Gott sei Dank auch meine Millionen mit der Kunst verdienen dürfen, aber jetzt passe ich mich nochmal dem Mainstream. Das macht gar keinen Sinn. Ja. So. Ja. Dazu habe ich auch viel zu viel geblutet. Meine Anfangszeit waren 7 Jahre brotlose Kunst. Und dann hast du dazwischen eine Zeit von 5 Jahren, wo du alles Mögliche machst. Und ich habe auch versucht, in dieser Zeit viele Geschäftsmodelle auf den Markt zu bringen, viele Produkte, wo ich oft auch kritisiert für werde, wo auch unter anderem du ja mal über Aqualiva bist, das ein oder andere Sprüchchen geklopft hast, mein Lieber. Aber auch wegen dem Trailer, weil der halt geil war. Ey, es ist alles dir gegönnt, Bro. Das soll auch alles hier Entertainment bleiben. Mhm. Aber du musst am Ende des Tages schon sehen, dass mein Ansatz das immer war, vernünftige Produkte, die auch einen Mehrwert haben, zu bringen. Ja. Und ich habe auch noch nie über dieses Wasser geredet, wie geil das eigentlich ist. So. Ich bin ja nicht der nächste Nestlé-Chef, sondern ich bringe halt wirklich das beste Produkt auf den Markt. Warum? Weil ich halt zu Hause bei mir seit einiger Zeit eine geile Filteranlage habe, die reinigt dir das Wasser so picobello, packt das in ein Eiswürfelfach und packt daneben mal ein Supermarktwasser oder ein Leitungswasser. Du siehst es schon an der Trübheit. Crystal clear, bakterienfrei, virenfrei, plastikfrei, BPA-frei, medizinrückständefrei. Ich sehe manchmal, die Leute trinken Leitungswasser. Kocht euch das mal im Kaffeekocher auf und guckt, wie viel Kalk allein da drin ist. So, also gutes Wasser zu bekommen. Aber das deutsche Leitungswasser ist noch verhältnismäßig Bro, okay. Bro, Bro, schick das mal in Labor und schick mal Aqua Livelli Viss in Labor. Ich kenne keinen Labor. So, ja, mach das mal, kostet nicht viel. Mach das mal, Und dann gehen dir die Augen auf. So, long story short, soll keine Werbung sein für die Produkte. Ich will einfach nur damit sagen, ich habe eine gewisse Zeit, wo der Markt gerade so mir zugunsten spielt, dass gerade jetzt kommt Spotify, ich mache noch physische Produkte, das ist die Zeitspanne von 2013, JBG 2 bis keine Ahnung wann. Es läuft ja jetzt langsam aus. Boxengame ist nicht mehr das, was es mal war. Streaming ist durchmanipuliert, ist nicht mehr so viel zu holen. Und ich habe aber in der Zeit, wo ich kommerziell was reißen konnte, versucht, immer gute Produkte auf den Markt zu bringen. Die waren an dem Boss-Trafo, die bringt den Leuten dann physisch was und motiviert, oder ein Das ist Alpha-Buch. Oder ein Alpha-Mentoring auch. Das viel gescholtene Alpha-Mentoring. Was am Ende eine Sache war, zu viele Köche verderben den Brei. Hätte ich es selber gemacht, hätte ich ja ganz andere Preise auch von Anfang an. Aber das sind halt Learnings. Der Boss ist auch nicht unfehlbar. So. Und manchmal willst du skalieren und arbeitest mit Leuten zusammen, wo du am Ende merkst, fühlst das gar nicht. Weil dem anderen geht es tatsächlich nur um die Dollars in den Augen. Aber du selbst brauchst immer bei allem, was du machst, noch Soul. Du brauchst Seele dabei. Und dann habe ich dieses Alpha-Mentoring halt mit den 200 Jungs noch zusammen durchgezogen. Das war in einer meiner härtesten Phasen meiner Karriere. Verrat vom alten Team und so weiter. Ja, das war ja alles so 2019. Vor Alpha GT2, ne? Und dann habe ich gesagt, ich zeige es euch jetzt allen. Ich mache jetzt ein fettes Album. Ich spiele eine Tour, wo mich Leute bedrohen. Wenn irgendwo knallen wir dich ab, da schleusen wir einen ins Publikum. Bei einem von den 20 Auftritten, da fliegst du von der Bühne, Boss. So. Und dann machst du erst recht eine Tour. Yeah. Und ob die sich finanziell rentiert, das ist am Ende scheißegal. Aber da musst du manchmal Präsenz zeigen. Und in der Zeit habe ich wenig geschlafen und habe mein Alpha-Mentoring noch durchgezogen. Und das war für mich auch eine Zeit, wo ich nochmal gewachsen bin. Und diese Zeit, ja, dieser Spirit, der da geherrscht hat, das hatte Soul, das hatte Seele. Und die Jungs sind heutzutage noch meine Freunde. So, und da kommt letzte Woche, wo ich auf dem Gig war, in der Schweiz, Gampel, schön oben auf dem Berg, in den Alpen, haben die so einen riesen Rummelplatz aufgebaut, riesen Festival. Und dann sind wir dahin, 1 Uhr nachts, Leute waren da, Hände hoch bis in die letzte Reihe. Und dann siehst du schon, dass du einiges richtig gemacht hast. Nice, ja. Nice, richtig nice, ja, safe. Also, das mit den Boxen würde ich gerne nochmal auseinanderklamüsern. Ja, das also, Boxenthema. Also du hast keinen Bock mehr, noch eine Eins noch zu holen oder sowas. Warum, ne? Warum, Bro? Warum das? Hast keinen Platz mehr bei dir in der Vitrine. Mir ist eine Chartplatzierung sowas von Latte. Mir ist alles völlig egal, Mann. Das Einzige, was für mich zählt, ist, ich mache die Mucke, die in erster Linie mir gefällt. Ja. Und die zumindest ein Teil meiner Fanbase verlangt. Ja, ja, safe. Also ich bin hier nicht in der Position, wo ich sage, ja, komm, reicht, wir sind jetzt 38, langsam mal. Für mich ist Rap Leben, mein Leben ist Rap. Rap hat mein Leben gerettet. Ich habe jedes Kapitel meines Lebens in Audioform, in Form eines Albums verewigt. So. Das ist eine Beziehung. Deswegen habe ich vorhin gesagt, wie eine Ehe. Nicht nur ein Album ist wie eine Braut, sondern die ganze Rap-Karriere. Weil es ist das, was ich seit so vielen Jahren mache. Das war mein erstes Ding, wo ich Herzblut reingesteckt habe, was einfach
ein Mittel ist, auch mit Dramen, mit Stress, mit Kriegen umzugehen. Auch Free Spirit. Der Titel entsteht erstmal, aber dann ist genau die Phase, die man durchmacht im Leben, das, was dich wirklich zu diesem Free Spirit bringt am Ende. Ja, ja. Und am Ende sagst du, jetzt reicht's mir. Ihr wollt mich doch wohl alle verarschen. Jetzt halte ich mal einen einstündigen Monolog und sag mal, was Sache ist. Ja. Ja, und das ist für mich auch ein Befreiungsschlag, weil ich bin ein Mensch, der sagt eigentlich immer klipp und klar seine Meinung. Mhm. Manchmal muss man sich aber, wie vorhin gesagt, aus taktischen oder Pietätsgründen oder aus Gründen des allgemeinen Unverständnisses zur Zeit etwas zurückhalten mit seinen Aussagen, um nicht auf Unverständnis zu treffen und in einer Zeit der Cancel Culture einfach vielleicht auch gar nicht mehr da zu sein. Wie das ja vielen Leuten auch passiert ist, die zu sehr ihre polarisierende Meinung in einer prekären Zeit geäußert haben. Oder halt auch, sagen wir mal, seine Worte gewählt auszudrücken, um halt auch nicht komplett irre anzuziehen. Das ist ja das andere Ding. Ne? Und das war lange Zeit ein schmaler Grat in der Phase, die wir eben besprochen haben. Deswegen sage ich, Free Spirit ist nicht nur ein Album, sondern auch für mich persönlich wie so ein Befreiungsschlag. Ja, ja, ja. Weil du willst ja auch nicht irgendwie als kompletter Verschwörungstheoretiker abgestempelt werden, der denkt, dass irgendwelche Eidechsenmenschen an der Supermarktkasse stehen und abkassieren oder das sowas. Das wäre mir auch egal. Wenn ich das glauben würde, dann würde ich das so sagen. Ja, das ist mir im Endeffekt egal, was da die Leute drüber denken. Ob die denken, Aluhut oder der hat recht. Das teilt sich dann in zwei Lager, das ist schon klar. Aber da musst du dir die Frage stellen, sagst du generell einfach nie etwas zum Weltgeschehen und der Politik und Sachen, die dich eigentlich abfacken auf der Welt? Und bist einfach nur ein Pop-Artist oder bist du ein Rapper und sagst erstens in deinen Songs die Meinung und auch in einem Interview die Meinung? So. Weil sonst macht es keiner. Es wird eine Helene Fischer nicht machen und es wird auch ein Andreas Burani nicht mehr machen. Und ich finde es schön, wenn man auch in der heutigen Zeit noch Leute hat, die ihre Meinung sagen können. So wie das früher in der Bundesliga war, wenn der Matthias Sammer frei Schnauze mal einfach gesagt hat, was Tacheles ist. So. Und diese Zeiten vermisse ich und ich bin einer, der auch da ein Zeichen setzen will. Lasst euch da nicht den Mund verbieten. Wir müssen immer noch in einer demokratischen Gesellschaft in der Lage sein, verschiedenste Meinungen zu tolerieren, ohne dass wir gleich jemanden raushaben wollen. Weil dann bewegen wir uns in eine Richtung der Vergangenheit. Dann sind wir rückwärtsgewandt. Das ist zu viel gewollt. Wenn man sagt, man darf jetzt gar nichts mehr sagen, weil dann treten wir irgendeiner Personengruppe auf die Füße und man muss seine Sprache derart kastrieren, dass man im Grunde bei jedem Satz überlegt, darf ich das überhaupt sagen? Was ist das für ein Krampf? Was ist das für eine verkrampfte Atmosphäre? Kopfschmerzen. Man muss es doch zulassen können, genauso wie ich dir deine Meinung lasse und das absolut toleriere, solange du nicht mit irgendwelchen Medikamenten vor meiner Tür stehst und sagst, jetzt schluck das. So, spätestens dann hört der Spaß auf. Aber sonst kannst du mit deinem Leben machen, was du willst. Und genau so muss das auch umgekehrt sein. Ja, safe. Weißt safe. Du, und dann muss man das einfach jetzt und so nehmen, wie es ist. Und ich finde, da muss man auch nicht immer tot diskutieren, um den anderen von seiner Meinung zu überzeugen. Sondern man kann auch einfach sagen, ey, das ist deine Meinung. Und ich gebe dir das Recht, dass das auch deine Meinung bleiben wird. Und wir können trotzdem Freunde sein. Natürlich. Wir können trotzdem eine friedliche Koexistenz genießen. Und schon ist das okay. Ja? So, das muss einfach klappen. Und dann, ohne dass man sagt, ja, du musst aber jetzt meiner Meinung sein. Solange der andere nicht in meine Lebensgestaltung eingreifen möchte, richtig. Ist doch alles in Ordnung. Richtig. So, soll hier auch jeder sein Leben so machen, wie er seine Überzeugungen genau, hat. Genau, genau. Und gerade Hip-Hop als Genre ist dafür eigentlich wie gemacht. Ja, das war doch mal Voice of the Voiceless, ja, die Stimme der Ungehörten, ja, die Stimme von der Straße, die Stimme der Unterdrückten und alles drum und dran, ja. Wenn nicht im Hip-Hop, wo denn dann? Ja? Das sage ich doch. Ja, genau. Und hast du das zum Beispiel gesehen hier mit Nico Backspin, wo der hier diese Gender-Debatte gemacht hat? Ja, deswegen habe ich ihn auch gedisst. Ja. Ja, ich entsorge Nico Backspin in den Müllcontainerschleuse. Ja, ja, ja. Das kann aber nicht wahr sein, ja. Dass Leute aus der eigenen Sphäre angeblich, Hochverrat, weißt du, am eigenen, an der eigenen Kultur. Das ist das, Hochverrat. Und jetzt überleg mal, dass sich das irgendwann einbürgert, dass man im deutschen Rap gendern muss, in den Rap-Texten. Also, das Affentheater muss dringend aufhören. Das ist geisteskrank. Und, diese Rumgenderei, das Affentheater muss aufhören. Ja, weißt du, also wenn... Es will keiner, da gibt es Umfragen, das wollen 90% der Deutschen nicht. Ja, lass die Scheiße sein, da den Leuten irgendwas aufzudrücken. Richtig. Weißt du, irgendwann reicht's doch mal. Ja, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ich weiß genau, woher das kommt. Uns geht's zu gut. Wir haben keine echten Probleme wie Hunger in diesem Land, ja, oder allgemeine Armut, dass die Leute in Massen, in Zeltstädten wie in Los Angeles obdachlos zu Tausenden hausen. Uns geht's so gut. Wir haben First World Problems. Ja.
dann machen wir uns da mal welche, ja? Oh, mir ist langweilig. Worüber können wir denn jetzt mal meckern? Diese Rappers. Ja, diese Rappers, die müssen aber jetzt mal gendern hier, aber ganz, ganz schnell, ja? Die Assis. Ja, die Assis. Weißt du, damit machst du halt Rap kaputt. Ne, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Nee, aber deswegen, also es passt. Also Free Spirit hast du rausgebracht. Geil, ja. Lief gut, denke ich mal. Ja, Box war dann ausverkauft und so weiter. Ja. Ich habe beim Zuhälter-Tape ja noch 20.000 Boxen gemacht. Ja. Aber einen eigenen Shop vertickt. Ja. Und das ist schon ein sehr, sehr großer. Da war ich auch erstaunt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil heutzutage ist ja eher so, also es gibt nur noch, sagen wir mal, eine Handvoll, maximal zwei Hände voll, die noch gut Boxen verkaufen. Ja. Hörst du dazu? Asche, Contra K, noch ein paar andere. Aber das sind das immer ist die ja Leute, im vierstelligen Bereich. Die eine Fanbase haben, die wirklich Bindung zum Künstler haben, die sich identifizieren können, auch mit der Person hinter der Musik. Ja. Das sind dann Leute wie die genannten von dir gerade. Mhm. Und so ein paar mehr, aber allgemein ist natürlich der physische Markt am Aussterben. Mhm. Aber ich glaube trotzdem, wenn man gute qualitative Boxen macht mit persönlichen Inhalten, zumindest immer ein schöner Inhalt, das war bei mir das Buch, das Coffee Table Book diesmal, wo noch Gemälde von mir drin waren und eine kleine Story auch dazu geschrieben, was es eigentlich auf sich hat mit der ganzen Free Spirit Phase und auch dem Album, die Geschichte, die es erzählt. Das ist dann schon für mich ein Content, der ergänzt das Werk noch sinnvoll. Und ich glaube, da wird es auch immer eine Zielgruppe geben, die sowas zu schätzen weiß. Sammler, die noch den Wert eines physischen Produkts, das schön designt ist und geile Inhalte hat, auch wertschätzen. Mhm. So, aber allgemein natürlich gibt es nicht mehr viele, die Boxen verkaufen. Ja, safe. Ja, auf jeden Fall. Und dann hast du ja schon angesprochen, du hast dieses offene Zigarre-Statement hast du gemacht, da hast du dich natürlich zur Lage der Nation geäußert, ja, wie das ein Boss halt so macht, ja, auf jeden Fall. Ja. Da hast du sehr, sehr viele schöne Dinge angesprochen, wie auch unter anderem ja dieser soziale Verfall, ja, diese Kompetenzen, ja, einfach auch mit Mitmenschen zu sein, ja, physisch zu sein, mal wieder ein echtes Gespräch zu führen und so weiter, fand ich sehr, sehr schön. Da bist du auch nochmal auf diese Biting-Vorwürfe bist du auch nochmal eingegangen, ja, die da so jetzt über die letzten Monate im Raum standen. Das hat ja gestartet so mit diesem Alicia Joe-Video, ne, und dann gab es dann auf Twitter und auf Genius gab es dann Listen mit Lines, wo halt versucht wurde, so Zusammenhänge zu finden zwischen deinen Lines und Foreneinträgen, und dann wurde versucht zu rekonstruieren. Bei manchen Sachen war es relativ nachvollziehbar, aber du hast ja schon gesagt, ja, kann sein, dass vor 10, 15 Jahren dies, das mal war und jenes mal war. Was ich persönlich nochmal kurz ansprechen wollen würde, ist, du meintest, da gab es jetzt nicht wirklich Top-Lines. Ja? So in, also eine Handvoll waren dabei. Genau. Ja. Zum Beispiel, ich meine, ich kann dir einfach mal so ein, zwei nennen und vielleicht ja, okay. sagst du, was da Sache ist. Ja? Ja, also zum Beispiel diese Hundhörner auf Reis serviert. Ja? Ja. Die war da dabei. Ja? Das, also für mich Top-Line. Ja. Ist auch eine geile Line, bin ich übertrieben stolz drauf. Erzähl mal, aber wie kann es sein, dass da Zweifel bestehen, dass die von dir ist oder sagen wir mal, dass die mit dir zusammen entstanden ist? Wie war die Entstehungsgeschichte bei der Line, wenn ich noch dran erinnere? Guck mal, ich kann es komplett nachvollziehen, wenn du jetzt dir das anschaust und siehst erstmal auf den ersten Blick, da ist irgendein Foren-Account, der hat dieselbe Zeile, da stehen, wie ein Kollege, die mal gerappt hat. Okay. So, jetzt kennst du aber nicht die Verbindung, die dieser Foren-Account mit dem Rapper-Kollege hat, und du kennst auch nicht die Historie, wie so eine Zeile entsteht und warum die in einem Forum landet und auf einem Song. Yeah. So, und das war zum Beispiel so ein Beispiel, mit der, Hundchen auf Reis serviert. Da habe ich damals mit meinem Freund, dem Tim ist das, der hat auch Phone-Account, auch Vegetarier heißt er auch bei MC. Mhm. Also auch ein sehr, sehr begnadeter Schreiber, okay. Mit dem ich einige Sessions geschoben habe. Weil das ist einfach geil, wenn du, das ist so wie zwei Genies in einem Raum und es entsteht etwas, was größer ist als beide Parteien. Mhm. Das ist eigentlich für die Kunst was Geiles, weil man schaukelt sich hoch und man inspiriert sich gegenseitig. Mhm. Man darf das nicht unterschätzen, wie Menschen, die gemeinsam an einer kreativen Sache arbeiten, sich manchmal inspirieren können. Und da ist es oftmals nicht ausmachbar, wer der Urheber, weil es gibt keinen Urheber. Mhm. Es gibt einen, der wirft ein Wort in den Raum, dann fällt dem anderen ein Vergleich dazu auf und so eine Hundchen-Aufreiß serviert, die um drei Ecken geht, dann schaukelt sich das, der eine sagt, Aufreißer wirst. So fängt's an. Mhm. So, dass du ein Aufreißer wirst. Und dann denkt man, okay, wir machen ihn noch kranker. Und dann komme ich mit dem nächsten Baustein. So. So, und dann komme ich vielleicht mit dem nächsten Baustein oder wir haben es sogar gleichzeitig. Yeah. So einen Moment gab es auch mal mit Nico bei dieser Haarkrümmenzeile. Okay. Dann hatten wir überlegt,
Mensch, was kann man mit Haar noch machen? Mhm. Farid hatte mal irgendwie, du hast nur ein Haar wie Helikopterlandeplätze oder sowas. Ja, ja. Da kann man vielleicht noch was machen. Da waren wir gerade auf diesem Film, wir machen aus bestehenden Vergleichen nochmal einen geileren Vergleich, indem wir noch ein doppeldeutiges Wort dazu tun. Mhm. Und so kann man nochmal neue Vergleiche finden. Auf dem Trip waren wir damals und haben gedacht, mit Haar kann man bestimmt noch was machen. Buchstaben, Suppe, nee, Kollege hat ein Haar, Holly hat auch ein Haar, wollte mal Haarkrümmen, alter Kursivschrift. Ja. So, weil das sind so Geistesblitze, die entstehen da zusammen. Und in dem Moment sind das so Zeilen, wo ich mir denke, das ist viel zu komplex und um vier Ecken oder um drei, das passt nicht auf einen Song, weil ich dann immer in so einem Modus bin, das muss ja auch noch konsumierbar sein und nicht Kreuzwort-Rap, der dir den Kopf fickt. So, wo du backskippen musst, um das zu verstehen. Backskippen wie Mock in der Kneipe. So. Die hat auch keiner gerafft. Auf meinem viel zu unterschätzten Werk, was ich mit Alias auf Tour gemacht habe, wo wir auch jeden Tag Songs geschrieben haben. Das war dieses Golden Era Tour Tape. So auch so ein bisschen under the radar. Aber das sind so die Stories hinter den Lines. Deswegen nochmal Grüße an den Tim an dieser Stelle. Und Nico, wie gesagt, guter Freund von mir gewesen. Und das war genau so ein Fall, wo ich mir gewünscht hätte, ich wäre schon in der Position, wo ich bei mir zu Hause Menschen, die mir wichtig sind, unterbringen kann. Yeah. Aber ich habe damals in einer 17 Quadratmeter Bude gehaust. Ich wollte ihn trotzdem bei mir einziehen lassen, weil er psychisch Probleme hatte, Depression. Und seitdem er dann leider verstorben ist, Gott hab ihn selig, er ist gegen Baum gefahren. Und er war wirklich suizidgefährdet. Und ich war am Ackern. Mach das nicht. Wir finden dir eine Zukunftsperspektive. Das passt alles. Dann noch so eine Love-Story, die ihn auch nochmal traurig gemacht hat. Aber der Junge war ein Talent. Und weißt du, das macht Spaß, mit solchen Leuten zu arbeiten. Das ist wie wenn du Cristiano Ronaldo bist und du machst so irgendwie so ein Sparring oder so ein Probetraining mit Messi, weißt du, und ihr schießt euch die Bälle zu und auf einmal entstehen Kunststückchen. So. Und da gab es wirklich zwei Jungs, das waren die eben genannten, mit denen das richtig gefruchtet hat. Ja. Und ich bin nicht der jemandem seinen Hack nimmt. Und wenn es so wäre, dass jetzt diese Jungs die Zeilen geschrieben haben und ich habe die einfach nur aus dem Forum geklaut, dann wäre ich der Letzte, der einem Toten seinen Hack nimmt. Und ich will auch gar nicht in so eine Rechtfertigungsposition. Und ich kann im Grunde zu jeder Zeile, die da genannt wird, eine Hintergrundstory erzählen. Ja. Aber wie detailliert wollen wir es dann am Ende machen? Nein, am Ende wird es peinlich. Nein. Dann halte ich hier ein Referat an einem Whiteboard und erzähle Stories, die aber theoretisch ja auch wieder ausgedacht sein könnten. Das heißt, es wird ab diesem Zeitpunkt, wo ich eigentlich alles dazu gesagt habe in meinem Auf eine Zigarre Video, immer noch Leute geben, wie von mir angekündigt, die werden sich weiter darin festbeißen, die werden sich damit beschäftigen und die werden versuchen, das Thema immer wieder am Leben zu halten oder neue detektivische Forschungen anzustellen. Nur es gibt halt immer zwei Seiten der Medaille. Und es gibt immer eine Hintergrundstory und die ist oftmals über 10 Jahre alt, wie sowas entstanden ist. Und da ist es eigentlich eine große Frechheit und Dreistheit, hier einfach oberflächlich Zusammenhänge zu konstruieren. Ich kann es aber, wie gesagt, verstehen, wie das auf den ersten Blick aussieht. Deswegen war mir das auch wichtig, dass ich zu meinen Fans dann nochmal spreche und das Ganze zumindest versuche zu erklären. Wer das am Ende mir abkaufen will oder nicht, das ist nicht in meinem Einflussbereich. Aber ich habe es zumindest einmal aus meiner Sicht gesagt, wie es tatsächlich war. Und dann kann ich auch damit ruhig schlafen, wenn auch selbst das ganze Land sagen würde, der Kolle hat alles geklaut. So, das ist in Ordnung. Ich weiß ja, was ich gemacht habe. Ja, so. Ja. Nee, also das würde auf jeden Fall den Rahmen sprengen, wenn man jetzt sagen würde, ey, lass uns doch mal das ganze Genius-Dokument durchgehen. Wir filmen uns, ja. Und dann, das habe ich sogar dem JGG angeboten. Ja. Ich habe gedacht, komm, Junge. Ja. Dann kommt zu mir und ich nehme den ganzen Tag Zeit und wir gehen das Dokument durch. Nein, und dann skizziere ich dir noch von irgendwelchen Verläufen alles zusammen. Yeah. Ich habe dir so ein paar Beispiele geschickt, aber Bro, wie ich auch schon gesagt habe, ich muss mich hier nicht auf eine Anklagebank setzen. Eben. Ich fand es nur nochmal wichtig, ja, dass ich das auf jeden Fall auch nochmal mit dir anspreche und wir einfach mal so durch ein, zwei Beispiele durchgehen. Ja. Du hast jetzt die Haarkrümmlein hast du erklärt, du hast das Hundhirn auf Reis Ding erklärt. Ich habe so lapidar gesagt, wo waren die Highlights sein, aber weil es halt wirklich nur aus meiner Sicht eine Handvoll waren und der Rest war... Du hast ja auch gesagt, du hast es überflogen. Ne? Du hast ja nicht alles durchgeschaut. So. Ja, ja. Genau, deswegen. Ja, ja. Nee, alles gut auf jeden Fall und ich meine, ich glaube auch, dass der größte Zweifler nicht sagen würde, ja, der Kolle, der hat ja alle seine Texte geklaut oder sowas. Ich glaube, es ist nur so, dass vielleicht
keine Ahnung, wenn man das vielleicht mal ab und zu irgendwie die letzten Jahre vielleicht mal erwähnt hätte, so von wegen, ja, da hat der Adias und der San Diego, ja, wir haben eine WhatsApp-Gruppe zusammen und dann schmeißen wir uns manchmal die Nomen rein. Aber das haben wir ja sogar kommuniziert, ja. Sogar offen. Ich meine, ja. San Diego hat sogar in den Credits von seinem Apokalyptik-Song, das stimmt. Ja, oder auch im Song selbst noch Props gegeben und Hack verteilt. Wir haben ja wirklich über ein Jahr lang gemeinsam die Köpfe zusammengesteckt. Ja. Ja. Ja, und am Ende kommt ein geiler Song dabei raus. Heißt das, dass einer hier eine Bazille ist, die nichts kann und abstaubt? Das sind drei begnadete Texte in einem Raum und dann entsteht ein großes Stück Musikgeschichte. Genau. So. Genau, ja. Und da kannst du das aufklamüsern, wie du willst, aber alle drei haben daran ihr Hack. Ja, ja. Weißt du? Und vor allem aber San Diego selber, weil er ist derjenige, der das initiiert hat. Er hat schon zwei Vorgängersongs gemacht. So. Und er hat ein bisschen Unterstützung und gibt dafür auch noch Props. Und genauso habe ich es auch mit Leuten gemacht, mit denen ich ab und zu mal eine Session geschoben habe. Wer war das alles? Ich habe die Leute vor die Kamera geholt. Shoutouts Robbie Banks, Lila Pimp im MC-Forum, wir haben auch unsere Zeiten gehabt. Osnabrücker Junge. So, damals Boss-Aura-Zeit. War ich ein halbes Jahr in Osnabrück unterwegs. So, und du lernst die Leute kennen. Und du bist halt mit Gleichgesinnten irgendwo. Das war ja noch nicht, dass das ganze Land Punchline-Rap gefeiert hat. Ja, 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 ja. Da hast du auch nicht gedacht, dass du damit mal Millionen verdienst. Du machst, du schreibst, du textest und der eine sagt sich, komm, ich hau das in das Forum rein und du sagst, ja, ich rap das doch nochmal auf dem Outro, weil auf dem Outro passt so eine komplexe Umdreieckenlein dann doch, wenn ich sag, die braucht wieder ein bisschen. Yeah. So entsteht ja auch dann irgendwie so ein Trademark, so ein Klassiker, ja, klar, der in keinem Outro fehlen darf. Ja. Und dann denkst du im Nachhinein, Mensch, die Line passt doch wie die Faust aufs Auge. Ja, dann hat der Timse aber schon ins Forum gepostet. Wie willst du denn das jetzt nachweisen? Wie das Ding entstanden ist. Es ist ja keine Kamera dabei gelaufen. Deswegen ist es am Ende des Tages, wie ich sage, Aussage gegen Aussage. Wer mir das glauben möchte, soll. Wer nicht, der nicht. Aber Faktum unterm Strich ist, ich kann dir jetzt in einer halben Stunde drei Punchline-Songs schreiben. Ja, ich könnte jetzt einen Song schreiben und der wird die halbe Rap-Szene ficken. Sag mir nur, wen du ficken willst. Ja, das hat ja auch schon Gott und die Welt hat das ja auch schon bestätigt. Ja, so zig Rapper von Genetik bis San Diego bis Farid, ja, haben alle gesagt, ey, das ist so und so. Das war echt eine absurde Situation für mich, wenn ich mir überlege, wie viele Rap-Karrieren ich schon positiv beeinflusst habe und niemals in der Öffentlichkeit dafür meinen Hack wollte. So, wie viele Dramen, wie viele Beef-Geschichten und so weiter habe ich denn im Hintergrund beeinflusst? Sagen wir es mal so. Ja. Und deswegen war das für mich so ein bisschen absurd auch, dass die Leute das teilweise echt für bare Münze nehmen, wie ich es gesagt habe. Aber ich kann es, wie gesagt, auch teilweise verstehen. Es hängt davon ab, wie intensiv hat man sich mit mir und meiner Kunst überhaupt beschäftigt die letzten 15 Jahre. Ich kann ja nicht von jedem Typen, der meine Mucke mal gehört hat, verlangen, er kennt meine ganze Historie und weiß, was ich kann und ob ich jetzt mal schon mal irgendeinen Texterkollegen in irgendeinem Blog vor 10 Jahren gezeigt habe und das ist wieder ein Puzzleteil, das kann ich ja nicht erwarten. Deswegen, klar, dann sage ich was dazu, aber im Grunde ist, wie gesagt, mit diesem Statement alles dazu gesagt. Und für mich war es dann in dieser Zeit, wo ich das Album gemacht habe, Free Spirit, auch ein Antrieb zu zeigen, was der Boss kann. Ja, Eier auf den Tisch und zwar drei Stück. So, und dann auch etwas, was ich vorher noch nie so gemacht habe. Es ist nicht der reine Punchline-Rap-Unterhaltung, da hat er eine Doppeldeutigkeit, sondern es ist schon was, was eine Meinung auch wiedergibt, die. Du hast dich positioniert. Das ist eine Positionierung und es ist nicht das typische Kollege-Album. So. Ja, safe. Ich fand es auch gut, dass du gerade angesprochen hast hier mit Holly, ja, dass der arme Junge leider seiner Depression erlegen ist, ja, weil du hast ja auch in deinem Vlog hast ja auch gesagt, dass es Depressionen eigentlich so nicht gibt und so weiter. Weil das eigentlich nur ein zu niedriger Testosteronspiegel. Ich glaube, das war da ein bisschen unglücklich formuliert im Blog. Ja, das ist zu pauschal gesagt, ja, das ist klar. Nee, Depression ist ein komplexes Thema, aber ich sage trotzdem, dass es zumindest ein wesentlicher Faktor bei einer Depression ist tatsächlich der Hormonspiegel. Ja. Denn der Hormonspiegel ist etwas, was im Grunde den ganzen Körper steuert. Und der Körper und der Geist sind immer verbunden. Und es gibt auch sowas wie Biochemie im Gehirn. Und da kannst du im Grunde auch Studien zu lesen, dass der Testosteronspiegel entscheidend ist, ob auch ein Mann wieder aus einer Depression rauskommt. Weil das sind Dinge wie Antriebslosigkeit, Mut. Bei einem hohen Testosteronspiegel gehst du ein bisschen mutiger durch die Welt. Ja, du bist risikobereit. Du glaubst mehr an dich selbst, du hast mehr Drive, du hast mehr Energie, mehr Power. Das sind einfach Facts. So, da wird dir kein Arzt sagen, das ist Bullshit. Ja. Deswegen gibt es ja gerade auch bei vielen Männern, die über 40 sind, vom Arzt verschriebene Testosterontherapie. Weil es halt sehr wichtig ist. Der Mann braucht einen vernünftigen Testosteronspiegel. Und dann ist natürlich keine Depression
unbedingt geheilt, weil zu einer Depression gehören auch teilweise Dinge, die man erlebt hat, Traumata, die Kindheit spielt da eine große Rolle. Safe, aber der safe. Größte Katalysator, um aus einer Depression herauszukommen, ist tatsächlich der Testosteronspiegel, der Sport. Mhm. Und ja, pauschal gesagt, lapidar dahingesagt, weißt du, auf eine Zigarre, legt da nicht alles auf die Goldwaage, wie der Boss seinen Schmuck. Mhm. Aber im Grunde steckt da doch ein wahrer Kern dahinter. Ja. Okay, dann verstehe ich natürlich, wie du das meinst. Ich denke mal, die Zuschauer auf jeden Fall auch. Gab da auch so ein paar Leute, die gesagt haben, warum sagt er denn das jetzt? So haben sich ein bisschen auf den Schlips getreten geführt. Aber bei, ich sag mal so, es ist halt irgendwie auch in Mode gekommen, dass man immer mit der Lupe nach irgendwas sucht, so weißt du? Dass, ja, du auch kannst hier alles auf die Goldwaage legen und aus einem einstündigen Video irgendwie 10 Sekunden ausschneiden und das den Leuten servieren und denken, was ist das für ein Heini? Ja, ja. Der macht sich's aber einfach. Depression ist einfach nur ein niedriger Testosteronspiegel. Genau. Nee, aber die Leute, die sich damit beschäftigen, ich meine, ich habe auch viele Jungs gecoacht, die Depressionen hatten und da rausgefunden haben. Das heißt, ich bin einer, der Praxiserfahrung hat und habe auch selbst schon depressive Phasen in meinem Leben gehabt und mich auch selbst da rausgezogen. Das heißt, ich weiß schon, wie Mechanismen sind, die immer greifen, damit man da rauskommt, damit man es schafft aus diesem Loch, wo man denkt, es macht alles keinen Sinn mehr. Ich gucke jetzt einmal den ganzen Tag die Wand an, wie man da wieder rauskommt. Ja. So, das heißt, ich habe diese Praxiserfahrung und bin stolz, dass ich da bis heute Freunde habe, die aus meiner Fanbase kommen, die es geschafft haben, in 3-4 Jahren aus einer Depression rauszukommen, bis hin zu einer Position, wo sie Verantwortung für die Familie übernehmen können, weil sie Geld verdienen, so oberflächlich das manchmal klingt. Aber es ist alles ein Zahnradsystem. Du musst irgendwann, wenn du ja ein heranwachsender Mann bist, dir klar sein, meine Mutter wird nicht mehr jünger. Und ich will auch irgendwann mal heiraten. Ich bin als junger Mann in Zukunft in einer Verantwortungsposition, wo ich gucken muss, dass es auch vor allem meiner Mutter gut geht. Mhm. Bei unserem Glauben ist es so, die Rollen verteilen sich, die switchen mit der Zeit. Das heißt, so wie deine Mutter dich als Kind aufgezogen und behütet hat, so kümmerst du dich, wenn du erwachsen bist, genauso um deine älter werdende Mutter. Und wenn du deiner Mutter eine vernünftige Therapie, weil sie gerade eine Krankheit hat oder irgendetwas passiert, oder es ist gerade irgendwie, da hat der Blitz eingeschlagen, es kann ja alles Mögliche passieren. Das Leben hat immer Risiken und eine älter werdende Frau ist dann nicht mehr so wehrhaft wie du. Das heißt, allein wenn du finanzielle Mittel hast, kannst du schon vieles an Unglück von deiner eigenen Familie abwenden. Und wenn du es dann noch schaffst, vielleicht durch deinen Job oder dein Netzwerk oder was auch immer, auch wenn es nur deine Vorbildsfunktion für deine kleine Schwester ist, es schaffst, deiner Familie noch das zu geben, dass sie selber aus diesem Beispiel auch Kraft schöpfen kann und sich selbst verwirklichen kann. Mit dem, was man schon immer machen wollte. Meine Schwester ist zum Beispiel so ein Fall, hat sich auch selbstständig gemacht. Mhm. Und das sind schöne Sachen. Deswegen, oberflächlich ist das immer so, ach ja, es geht nur um Geld. Es geht nur um Geld. Nein, mit Geld kauft man sich in erster Linie Freiheit. Safe, absolut. Das ist aber nicht alles. Es gehört auch dazu, dass man sich um die Gesundheit kümmert. Mhm. Dass man Sport treibt. Mentale und physische Gesundheit. Das war mir immer wichtig. Oft missverstanden worden. Ja. Ich habe teilweise auch, weißt du, da war mein eigener Testosteronspiegel zu hoch und habe ich gesagt, hör mal, alles auf null, hör auf zu boxen. Und natürlich wirkt das wie der letzte Vollpsychopath in dem Moment, aber es gibt dann auch immer wieder eine Situation, die dazu passt, wo wenn man die kennt, dann versteht man schon so ein bisschen, okay, der Kolle war zu dem Zeitpunkt so ziemlich alleine in der Ecke gedrängt, weil sein ganzes Umfeld ihn gerade fallen lässt. Ja. Verrät und teilweise sogar erpressen will. Das heißt, Leute, das die man mir Brüder, damals sogar noch Brüder genannt hat, WhatsApp-Verläufe geschickt und so weiter, ich weiß. Und dann stehst du auf und denkst, der wollte mich alle verarschen, jetzt hau ich auf dich, ich lasse mich von euch nicht die Suppe versalzen. Mhm. Und dann bist du manchmal so ein bisschen over the top. So, heutzutage ist das ein Klassiker im Internet. Und ich habe gehört, ihr wart im selben Studio letztens. Wir waren da und wir haben es auch gleich erkannt. Da kannst du mal sehen, was das für ein Klassiker ist. Die haben gar nicht mehr die Wände rot. Die Wände sind jetzt, glaube ich, blau oder dunkel, so hellschwarz. Die Geräte stehen nicht mehr da. Wir gehen da rein. Wir gucken. Du sag mal, ja, ist das nicht hier? Und in was dem Moment ist das? Stieg das euer ist Alpha. Euer Testosteronspiegel stieg. Das war das. Das war wie Alpha Mentoring Treffen dort dann, ja. Direkt praller Bizeps. Aber hallo, wir waren ganz gefährlich unterwegs. Ganz gefährlich unterwegs, ja, safe. Nee, geil auf jeden Fall. Was ist jetzt? Was steht jetzt als nächstes an? Hast du dir schon einen Plan gemacht?
kommt ein lang erwartetes Collabo-Album. Ich meine, du hast ja 4 angekündigt, ungefähr, ja. Hab ich das? Ja, 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 ja. Ich weiß es doch selber ja. Nicht so genau, was steht an, außer die Groupies vor der Backstage-Tür. Ich sag mal so, also was auf jeden Fall noch kommen muss, aber es muss krank werden, ist Boss Aura 2. Ja. So. Mhm. Das ist einfach noch ein Baustein für Deutschrap, der muss kommen. Mhm. Und mir ist schon klar, der große Hype dafür ist nicht mehr da. Und da ist jetzt auch nicht mehr irgendwie das ganze Land, das darauf wartet, dass endlich Boss Aura 2 kommt. Mhm. Das hätten wir vielleicht vor 5 Jahren machen können und dann wäre das durch die Decke gegangen, hätte alle Rekorde gebrochen. Das ist mir schon klar. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, man macht ein Album auch nicht aus dem Aspekt heraus, damit muss ich jetzt nochmal viel Geld verdienen. Deswegen finde ich es eigentlich sehr, sehr schön, dass wir mit Boss Aura 2 vermeintlich zu spät dran sind, weil das wird dem Album sehr gut tun. Mhm. Weil dann geht es wirklich nur noch um die Kunst und um die Fanbase. Und dann geht es nur noch darum, liefer den Leuten, die wirklich noch darauf warten, ein unfassbares Album. Ich sehe da drin eigentlich das Potenzial, was JBG 2 auch damals hatte, und zwar Deutschrap nochmal so neu zu ordnen, ja. Weil wo JBG 2 rauskam, hat ja auch jeder gesagt, so, Deutschrap, keiner verkauft mehr, Sido geht nicht mehr Gold, Bushido geht nicht mehr Gold. Dann kommt ihr um die Ecke mit etwas, was nochmal auch durch diese Promophase damals alles revolutioniert. Und schwupps, ja, sind da 80.000 Einheiten in der ersten Woche über den Ladentisch gegangen. Ja. Es ist immer alles möglich, eben, wenn die sich zwei zusammentun, ja, die auch schon wirklich Freundschaft haben. Das ist nochmal was ganz Besonderes. Deswegen, also Boss Aura 2 kann auch wiederum alles ficken, auch international. Deswegen, also ich sehe da drin auch die Möglichkeit eines Trendsetters, ja. Es und es gibt heutzutage keine Trendsetter mehr in dem Sinne, dass sie das Business positiv beeinflussen, eigentlich nur negativ, ja. Eigentlich, wenn du so einen Trendsetter hast, da denkst du eigentlich so, Mann, wäre da mal weggeblieben, was ist denn jetzt hier los? Ja? Ja, nee, es muss am Ende des Tages ein geiles Rap-Album sein, das Spaß macht zu hören. Killer. Und das wird vom Sound dann auch wieder eine ganz andere Sache, wieder Abwechslung für mich auch. Yeah. Und auch für mich wieder so ein bisschen, ja, wo ich mich in Sachen ausprobieren kann und ausleben kann, die ich sonst in meiner Kunst gar nicht so implementiert habe, wie zum Beispiel das ganze Melodiöse, was ich auch sehr gut kann. Ich meine, schau dir meine Superhits an, zieh den Rucksack aus und was ist denn los mit dir? Gigolo. Immer noch Gassenhauer. Gigolo. Real für die Fans. Real für die Fans. Das sind Hymnen. Ja, das klingt auf jeden Fall spannend, ja. Also du bist ja nicht ganz sicher, wo die Reise hingehen soll, aber wir sind uns auf jeden Fall sicher, dass die Reise für dich als Lichtgestalt, ja, 2023 in die USA geht, ne? Mit diesem jungen Herrn da im Trio, im Schlepptau. Ja, ja, sicherlich. Hinter der Kamera seht ihr jetzt gerade nicht, ist Aschkobar die Nummer 1. Und wir packen noch ein paar andere gute Jungs ein und wollen nächstes Jahr einfach wirklich die USA unsicher machen. Ich glaube, das hat mega Potenzial, weil so den Content für YouTube an sich, ja, den vermisst man ein bisschen schmerzlich. So, weißt du? Ist es Recycling. Es gibt Twitch-Highlights. Ich meine, ja, ich bin jetzt auch jemand, der da auf jeden Fall zu beisteuert, sage ich jetzt mal. Ja. Aber es wäre natürlich nice, ja, wenn jetzt zum Beispiel der Weltmonarch und die Nummer 1 in die USA kommt. Wir schwingen uns da in den Konvoi von SUVs und drehen da 3 Monate den feinsten Content. Von Musikvideos bis zu Vlogs, bis zu Interviews, bis zu Talks, bis Streaming. Digga, das ist, ich glaube, das würde mega geil ankommen und das wäre auch eine geile Promophase zu dem nächsten Longplayer dann. Weißt du? Ja, mein Ansatz war ja eigentlich, es einfach mal so zu machen und wir haben Spaß, aber es kann tatsächlich sein, dass die Leute Bock drauf haben, einfach mal wieder ein bisschen Urlaubsvlogs, bisschen hier und da, mal einfach ein bisschen Lockerheit in die ganze Geschichte. Ich glaube, da haben die mega Bock drauf. Also wenn die da Bock drauf haben, dann filmen wir das halt mit, was wir da sagen. Rein in die Kommentare, wenn ihr darauf Bock habt. Ja, der Boss, der liest sich natürlich jeden einzelnen Kommentar persönlich durch unter diesem Talk hier. Selbstverständlich, mit seiner Lesebrille. Nee, da packen wir da 2, 3 Kameratünnisse mit, weißt du, und dann kommen die da irgendwie im Handgepäck, transportieren wir die da mit und dann sollen die das filmen und dann raus damit. Genau. Ich denk, das wird ballern, Alter. Ja, ich meine, Asche, der war ja noch nie in Amerika, ne? Der ist ja, wird mal Zeit, mein Jungen, ja? Ja, aber hallo. Aber hallo, ja, an der Stelle. Letzten Jahre, war ja Corona und so. Wir hatten 2 Ansätze, hatten wir, ne? Der war schon am Flughafen halb hier, ja? Koffer war schon gepackt. Aber dann war das leider doch nichts, ja? Let's make it happen, let's make the American dream reality. Es ist ja auch Präsidentschaftswahl, ja, 2024. Dann mach ich da direkt mit. Na, dann wenn du einmal da bist, ja? Dann nehmen wir das Ding noch mit. Tüten wir das ein. Richtig, ja, geil. Ja, Mann, stark, Alter. Auf jeden Fall. Stark. Wie läuft's denn bei dir eigentlich, mein Lieber? Ey, ich freue mich, dass du da bist, Mann. Hab dich vermisst. Ja, Mann. Ja, ey, war schön auf jeden Fall. Du bist zufrieden so mit dem Ganzen. Ich meine, das Letzte, was wir irgendwie so miteinander persönlich gesprochen haben, war ja, wo ich dir gesagt habe, ey, viel Erfolg jetzt mit der Selbstständigkeit.
und raus aus dem System. Das macht sich ja manchmal lustig. Auch die Leute wollen den Boss als Bundeskanzler mit seinen pathologischen Aussagen da hier, das ist Alpha und so. Aber du hast es im Grunde ja genauso gemacht. Im Grunde, ja. Im Grunde ist es ist so. Es ist so, ja. Ich habe, ich weiß, was du meinst. Ja, da gab es ja dieses eine Video, sollte Kolle Bundeskanzler werden und so weiter. Klar, ja, man macht sich mal ein bisschen drüber lustig, über dies und das, so, weißt du, aber im Endeffekt. Aber eigentlich hast du es genauso. Im Endeffekt habe ich es so gemacht, ja. Und lebst davon, darüber zu meckern, dass ich das sage. Das muss man sich mal vorstellen. Marvin, Texas, meine Freunde. Nein, ich freue mich ja wirklich, dass das gut läuft bei dir. Ja, safe. Nur ich glaube, was die Leute manchmal wirklich vermissen bei dir, sind wirklich diese qualitativen YouTube-Exclusives. Hör mir auf. Aber jetzt haben wir wieder eins gemacht. Also jetzt kann man auf jeden Fall sich nicht mehr beschweren darüber. Deswegen. Also ich habe natürlich auch jetzt die letzten Wochen hier in Deutschland verbracht, wie ich auch eingangs schon gesagt habe. Und habe auch schon gemerkt, so ja, diese Unzufriedenheit hier im Land ist schon da. Habe ich dann natürlich in diesem Soll-Kollege-Bundeskanzler-Video, ja, waren so zwei, drei Aussagen, über die ich mich ein bisschen lustig gemacht habe, die ich jetzt sogar schon anders sehe, ja, wo ich mir denke, ja, eigentlich, ja, eigentlich auch wenn es plakativ ist. Mal wieder recht gehabt. Genau. Dankeschön. Genau. Auch wenn es. Worten verabschieden wir uns. Auch wenn es plakativ ist, ja. Auch wenn es sehr einfach Moment. Ja, das klingt manchmal so ein Pathos getränkt. Alpha rein in die Masse. Was ist das denn jetzt für ein Kalenderscheiß? Ja, klar, aber am Ende fruchtet es. Und es ist genau das, was viele Leute brauchen. Ja. Und dann geht es auch voran. Die fühlen sich am Ende besser. Der Network unterm Strich ist doch positiv, Mann. Der Impact ist doch geiler, als wenn ich hingehe und sage, sauft euch die Birne zu. Ja. Und gebt euch noch einen Koteinbecher da hinten her. Und eine Senni zum Nachtisch. Ihr Schweine. So. Und dann werden die übermütig, die Rapper heutzutage. Und in ihrem Suff. Richtig. Und dann musst du die wieder an den Ohren langziehen. Richtig. Und weißt du, was ich schön finde? Dass ich heute sehr oft lächeln gesehen habe, Digga. Ja, wenn ich dich sehe, mein Lieber, aus dem sonnigen Texas. Wer kann da nicht das Siegerlächeln aufsetzen? Nein, das ist schön. Sehr, sehr schön. Wirklich. Also, wie gesagt, es freut mich, dass wir uns gesehen haben. Ja, und dass wir heute über eine Vielzahl von Themen sprechen konnten, dass du dir Zeit genommen hast. Ey, ich bin ja auch immer einer, das weißt du selber, so Reactions, das nehme ich nie persönlich. Mhm. Und ich sag euch immer, also die Jungs, mit denen ich Kontakt habe, auch im J-Jiggy, schöne Grüße an der Stelle. Schöne Grüße. Ich bin da keiner, der sagt, ey, warum redest du da jetzt schlecht über mich? Ich lass das machen. Ihr habt eure Meinung, die soll euch zugestanden sein. Ich bin doch nicht der Diktator vom Dienst. Oder brauche ich irgendjemanden, der für mich Werbung macht oder so. Ja. Ich habe doch meine eigene Fanbase. Die steht immer wieder eins hinter mir. Ich bin keiner, der sich Sorgen macht, weil gerade mal irgendwie Kritik kommt, auch von Leuten, die mir eigentlich nahestehen. Mhm. Ja, mein Gott. Aber wenn man sich sieht, und wir haben ja auch off-cam viel gesprochen, und dann hast du nochmal die andere Seite und siehst das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen anders. Safe. Aber abseits davon sollst du deine Meinung haben. Mhm. Du bist für mich trotzdem ein Mensch, den ich respektieren kann. Das kann Weil schlimmer wäre, wenn du ein Arschkriecher wärst. Nur manchmal muss man sich auch nicht unbedingt nach einem Teil der Community richten, die eigentlich zahlentechnisch sehr in der Unterzahl sind, nur sehr, sehr viel fitner wollen und sich dann so aufhetzen lassen. Das muss man manchmal so ein bisschen differenzieren. Ja, aber das lernt man mit der Zeit. Ja, selbstverständlich. Mein Lieber, hat Spaß gemacht. Ey, ja, safe. Also ich gebe dir natürlich recht, du brauchst keine, nicht nur Ja-Sager um dich rum, ja. Das bringt dir nichts. Genau. Das bringt dir nichts. Immer noch mit einem gewissen Respekt, aber ich bin dankbar. Der Aschkoba zum Beispiel ist einer, der hat seit 3 Jahren immer meinen Haarschnitt kritisiert. Mhm. Boss, da müssen wir was anderes draus machen. Und er ist ja der eitle Schwan. Yeah. Er hat ja immer diese perfekte Föhnfrisur. So, kann ich nicht mithalten. Nee. Sag ich, was soll ich denn machen? Der hat mich auch zum Friseur geschickt hier. Ne? Ich bin auch direkt zum Barbier hier verfrachtet worden. Ja, gesagt, aber, was du am Kopf hast. Aber dann arbeite ich dran, bis ich endlich zu dem Entschluss komme, dann mach dir das ganze Zeug da runter, mach Glatze oder mach irgendwie 2 Millimeter und dann kriegst du auch mal ein Kompliment vom Arsch. Ja, guck mal, wie gut ihm das steht, denn, Boss. Ne? Da ist doch mal der Willig von der Ich war aber auch jemand, der auch den sehr straff gezogenen Scheitel gar nicht mal so schlecht fand. Das war auch eine legendäre Zeit, das war zu Entertainment 5. Hier. Da fehlte mir nur der Übergang. Das war schon hardcore, ja. Alter, wo ist den Trump gemacht? Das war schon hardcore, ja. Hey, das sind so Sachen. Ja, das passt, ja. Ey, geil. Da würde ich sagen, wir haben's, ja. Ja, wir haben, glaube ich, jetzt eine Stunde gelabert fast. Danke fürs Update auf jeden Fall. Danke, dass ihr die Zeit genommen hast. Definitiv. Ja. Komm her, mein Bester. Lass dich umarmen, mein Lieber. Ja, guck, dass du dann wieder heil über den großen Teich kommst und lass dich mal öfter blicken. Wird schon, ja, safe. Ich komme auf jeden Fall jetzt öfter. Ja, jetzt habe ich ja hier Schlafplatz hier in der Casa Aschkobar, Couchhopping. In der 7-Zimmer-Wohnung ist das ja. Ne? Mhm. Waren 7 oder 8?
Guck du erstmal, dass du deinen Twitch wieder zum Laufen kriegst. Mittlerweile 9, glaube ich, ne? Ja. Ja. Ich guck mal, ob ich jetzt doch schon gebannt bin, ja? Genau. Alter, hat der mich gefickt da gestern, ja? Ich hab schon gehört, diese Nippelblitzer-Geschichte. Ja. Er muss, der exhibitionistisch veranlagt hier, der junge Mann, ja? Ja, ich weiß. Ich glaube, der rennt hier nachts in Bochum auch im Trenchcoat rum. Ja, ja, ach, der ist ja teilweise jahrelang nur oberkörperfrei hier durch Bochum gelaufen. Bei Wind und Wetter. Auch im Handyladen damals, ne? Nur oberkörperfrei. Nimmst du das Handy jetzt oder was? Kannst du das hier? Ja, das fand ich gar nicht gut. Grüße an die ganze Bogota-Bubble, an die Alphas und wir wissen euch zu schätzen. Ihr seid die Besten und wir sehen uns bald wieder. Yeah, wir sind raus. Wenn euch das gefallen hat, hier natürlich Like, Kommentar und so weiter. Schreibt rein, ob ihr diese Ami-Vlogs und diese Promophase komplett in Amerika feiern würdet. Den Boss an den Stränden Kaliforniens entlangfahren, ja, und entlang rennen. Da ja. Wir, dass wir uns einmal nochmal vernünftig runterschredden und dann richtig. Die Zeitlupe anwenden. So machen wir es. Ja, du aber auch endlich Boss drauf. Ich auch. Jetzt hier offiziell aber mal Hand drauf. 10 Wochen ziehst du durch. Hey, du hast ja... durch, dass das auch hier Zeugenaussage ist. Der Marvin zieht's durch und zu dritt gehen wir shredded rein. So machen wir das. So. Du hast ja auch den Königstein halbwegs vorzeigbar mutieren lassen. Ja, eben. Von daher passt das eigentlich, ja. Okay, super. Sind wir raus. Okay. Bis dann. Peace, Leute. Peace.